Buenos días, Dobrien, bienvenue. Let's switch sound on. We continue to Control. Fortsetzen. Something changed. No. Everything on low because this game's stupid resolution not saving. Something else. Da sind sie ja. Ich machte mir schon Sorgen. Ja. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. One second. This is 100%, okay. Why this stupid flickering? No window capture. Maybe window capture is better. No, looks not so cool. Holy shit. OBS don't show this. Maybe it's only the preview. Let's refresh. It's only the preview. Okay, weird. Really, really weird. I have something strange flickering on the preview. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jesse. Trench sagte, ich soll sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich?
Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Microphone activated. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Hat irgendjemand was von Salvador gehört? Wir sind Ranger. Wir müssen ihnen helfen. Okay, let's go. JDMP, hallo, willkommen. Save point. Achtung vor dem Projektil! Holy shit! Okay, safe point.
Safe point, safe. Nothing special here. Loot. This is closed, okay. We can go here. I was here before, I think. Or maybe not. Nothing special here. No testing. No access. Okay. We can do a great giveaway. Okay, nothing special here. There's a shelter. And a note.
Ritualhofes. What's that? Bla 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 bla. Okay. What's this? Toile. Congratulations, JDMP. There, you're great. That was the ritual office. Nothing special. Links, okay. Analyse gewandtes Objekt Nummer 52 AE, Sitzung 2. Ich werde damit beginnen, verschiedene Reize in das Objekt einzubringen. Zunächst ein Stromschlag mit niedriger Spannung. Keine Reaktion. Als nächstes
Wärmeeinbringung mit einem Bunsenbrenner. Keine Reaktion. Als nächstes Auftragen einer Reihe von Lösungen mit verschiedenen Werten auf der pH-Skala von 0 bis 14. Keine Reaktion auf irgendeinen Wert. Als nächstes ein Kommunikationsversuch. Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Quake, wenn du verstehst, was ich sage. Keine Reaktion. Das schließt Sitzung 2 ab. Benötige Zeit für weitere Testvorbereitungen. Quake, wenn du mich verstehst. What the fuck? This looks not friendly. Da lang zum Labor? Okay. Dir gefallen diese HV wohl? Klingt, als hätte Darling sie und das meiste hier gebaut. Wenn Marshall uns nicht mit Dylan helfen kann, ist er die nächstbeste Wahl. Sofern er nicht tot ist oder vom Zischen erwischt wurde. It's too dark here. I hate it. Loot. What's this? 9000? And now? I understand. Oh. I understand. Du hast mich hergeführt. Weißt du, wie man das in Gang bringt? It's activated. Oh wait, what is this? I like red buttons. Must loot everything. Schwarzsteinprismen. Okay. It's activated. Hallo nochmal, Direktorin. Wir haben ein neues Problem. Wir müssen die HRV-Maschine in Gang bringen. Ich habe schon mal Zündkerzen ausgetauscht. Aber das sieht etwas komplizierter aus.
Darling muss ein System gehabt haben. Er hält nichts von Zufall. Die Lochkarten, die Symbole, die Terminals. Wie hängen sie zusammen? Ich sehe, was ich tun kann. Ah, okay. Wir müssen also alle Lochkarten finden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist ein Dach mit einer Schräge nach links. Haben wir gar nicht. Doch, hier das. Jede Lochkarte sollte zu einem Terminal passen. Halt. Eins ist so ein Radioaktivzeichen mit rechts. Eins. Where's the one? Hello? Hier. This. Okay. Die Zeichnungen auf den Whiteboards könnten wichtig sein. The middle. This. Left on three. Where's three? There. This. And er schien an etwas zu arbeiten, das mit diesen Symbolen zu tun hatte. Easy. Let's push the button. Darlings Prototypen sind problematisch. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in der Wartung. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern, aber sie hat recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann.
Gut. Ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Emily Pope hat eine Basis in der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen HLV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet. Und unser Überleben zu wahren. Microphone activated. Hier, dies führt zurück zur zentralen Forschung. Okay. Okay, was soll das? Microphone muted. Microphone activated. Marshall weiß etwas über Dylan. Ist er hier? Geht es ihm gut? Zuerst die HAV. Sie können alle retten. Auch Dylan, wenn ich ihn finde. Kannst du ihn schützen? So wie mich? BlackRock Prozessing. Autsch! Komm her. Anyone else?
Still music? Somebody must be here. Hello. One thing I've learned, when music is playing, somewhere is an enemy. But where? Hello? Okay. Zimmer, ich weiß nicht. Das Licht ist an. Es müsste offen sein. Wir hätten gerne ein Zimmer für heute Nacht. Hallo? Ich glaube, es ist keiner hier, Schatz. Komm, wir fahren zu dem anderen Motel, das wir gesehen haben. Thank you.
Fillet Triangle. But we don't have any clues here. Is it now open? Oh. Radio rechts. Okay. Makes sense. Can we go here? Sadly, we cannot save. I hope I don't die when I jump here. Maybe I die. No, I jump not down. Holy shit. It was close.
Maybe this is not important. We will see. Zur Schwarzsteinverarbeitung gelangen. Marshall sagte, dort finden wir ein Prisma. Erik, hello, willkommen. How are you doing? Nein, doch. Oh. 25 T-Fuel. Thank you, thank you. That's a yes in the predictions. Close prediction. Answer, yes. Thank you. I'm also okay. My work day today was a little bit shorter than I expected, and I don't have to work tomorrow. So maybe we can go today a little bit longer. Company only people who are lazy AF are able to work from home. When you're working your ass off, you're not allowed to work from home. What? Haha, entrance. Yeah, Monday is not cool. Arbeitsbereichs neu angeordnet, entfernt, hinzugefügt oder auf andere Weise geändert wurde, sollten Sie den Bereich sofort verlassen, während Sie in einem beruhigenden Ton zu sich selbst sprechen. Microphone muted. Dadurch bleiben nicht nur Sie ruhig, sondern auch der Raum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Microphone activated. I had almost no sleep from Sunday to Monday. But luckily, I don't had to work.
Lohn. Somebody is here, I think. Okay. Einen Lampenzugschalter im Schrank eines Bungalows in Butte. Sie zogen daran und wurden umgehend teleportiert ins Ocean View Motel und Casino. Traumartiger Dunst! Whoa. Und dort öffneten sie eine Tür mit einer umgedrehten schwarzen Pyramide. Und schnurstracks waren sie zurück im ältesten Haus, knapp 2000 Meilen von Montana. Und wir finden nun diese Kordel immer öfter hier, überall im Haus. Irgendwie gerieten die Orte in Einklang miteinander. Der echte physische Standort des Ocean View ist ein Mysterium. Es zu verlassen ist bisher noch keinem gelungen. Ein Ort der Macht. T-Ben, hallo. Wie das älteste Haus. Okay. Not much life left, hä? It's alive. It wants to eat me. Safe point. Shut up! All the voices in my head.
Okay, maybe I must go up. It looks so. Wrong direction. Sie noch sie selbst sind. Sunny, wie sieht's aus? Direktorin Faden? Ah, oh, ist das schön, Sie zu sehen. Ranger Truck Charlie 7 ist kurz nach 0500 Zulu von einer Expedition in den Steinbruch Grenzbereich zurückgekehrt. Können Sie bitte Ihren Namen nennen und den Zweck Ihrer Expedition? Rupert Wells. Kevin Horowitz. Unsere Mission war es, die Koordinaten des Steinbruchrasters G29 zu kartieren. Sekundärziel war es wie immer, einen Weg vom Grenzbereich seinen Gang in der Wartung zur Formation zu finden. Sekundärziel blieb erfolglos. Welche Überraschung. Und sind Sie im Grenzbereich auf ein zuvor nicht aufgezeichnetes Ereignis oder eine Daseinsform gestoßen? Nein, nichts. Hey, sollten wir ihm von der Meerjungfrau erzählen? Wie bitte? Ja, die Meerjungfrau. Horowitz hier fand diese Meerjungfrau im Steinbruch, die auf einem schwarzen Felsen saß. Sie sang dieses wunderschöne Lied und er war von Verlangen überwältigt. Ach, sie war so verführerisch. Ich würde sagen, sie war eher betörend als verführerisch. Na gut, betörend. Haben Sie Ihrem Vorgesetzten davon erzählt? Nein. Weil es nicht passiert ist. Nichts ist passiert, wie üblich. Der Steinbruch ist voller Steine. Können wir jetzt gehen? Sehr witzig. Haut ab, los. What we have here, classified. Theorie über die Atlaskammer. Die Atlaskammer ist eine physische Form des Ausdrucks des ältesten Hauses. Ihr Sinn und ihre Funktion sind derzeit unbekannt. Die besondere Form und besondere Dimension der Atlaskammer über eine explizite Absicht als gewöhnlichen Wände, Böden und Verschiebungen des älteren Hauses auszudrücken. Die Atlaskammer verändert ihre Form, lässt sich dabei jedoch nicht beobachten. Während des Veränderungsprozesses konnten keine visuellen Beobachtungen gemacht werden und wenn Beobachtungskammern zum Einsatz kommen, erfolgt die Veränderung zwischen Einzelbildern. Eine frühere Theorie besagt, dass man diese Veränderung mit den Hausverschiebungen übereinstimmt und dass die Atlaskammer selbst ist. Allerdings erfolgen die Formänderungen nicht zur selben Zeit wie die Gebäudeverschiebungen, was diese Theorie zweifelhaft erscheinen lässt. Was die Struktur angeht, so besteht die Atlaskammer aus demselben Material wie der Rest des ältesten Hauses. Weitere Beobachtungen werden hoffentlich ihren Zweck ans Licht bringen. Okay. Bla bla bla. Multimedia. Resonanz ist der Schlüssel. Vibration, Frequenzen, Kurven, Felder, von denen wir nichts ahnen. Das ist Physik. Und diese Felder in komplexer Interaktion verwandeln die Realität, mit der sie Kontakt haben. Hedron kommuniziert mit mir. Es will mich vor etwas Drohendem warnen. Ich versuchte, alle bekannten Methoden zur Analyse der Daten, habe mich verwundbar gemacht. Ich sehe Dinge und werde von Zwängen geplagt. Es sind nicht nur die Daten, es schützt uns. Es ist freundlich. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Ah ja.
Das wird schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja. Sagte sie. Danke, dass Sie das erledigt haben. Very, very good. Marvelous. Wonderful. Die Max, hallo, willkommen. Durch, wie sieht es außerhalb der Wartung aus? Was sage ich ihm? Die Wahrheit ist bitter. Aber diese Leute scheinen mit dem Tod vertraut. Die Zischer sind überall. Die Behörde ist größtenteils verloren. Um HRV für die Überlebenden in den Schutzräumen zu fertigen, brauchen wir Schwarzsteinprisma. Ich bin wegen Darlings Schwarzsteinlabor hier. Also nochmal. Tod, Verderben und bevorstehender Untergang. Ein ganz normaler Tag im FBC. Darlings Labor ist direkt hinter der Schwarzsteinverarbeitung. Aber da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, es ist gleich den Gang runter. Die schlechte ist, dass ein Zischermonster beschlossen hat, einzuziehen. Ganz toll also. Monster. So sagten es die Ranger. Zumindest die, die überlebt haben. Wir hängen hier in den Seilen und die Zischer werden immer mehr. Salvador würde wissen, was zu tun ist. Aber er führte scheinbar kurz vor der Quarantäne ein Sicherheitsteam in den Isolationssektor. Und ja, seitdem hat ihn keiner gesehen. Aber hey, zumindest haben wir sie. Unsere furchtlose Anführerin. Sie sollten nicht auf mich vertrauen. Sie kennen mich nicht. Wissen nicht, wie ich die Leute enttäusche. I don't give away stuff for free, but you can win a crate. We start a giveaway. When you want, you can win. Sie haben hier gute Arbeit geleistet, Arish. Aber Sie sollten Ihre Leute jetzt in die Basis der Geschäftsleitung führen. Sammeln Sie sich dort. Ich erledige das Monster. Langsam gewöhne ich mich an die. Aye, aye, Faden. Verpassen Sie diesem Ding eine Kugel von mir. Finde das Schwarzsteinprisma. Hallo, Mr. Monster. Where are you? Arish hat nicht übertrieben mit dem Monster. I see dead people everywhere. Looks, D-Max, don't want a crate. Maybe somebody else. Oh, wonky. Die HRV gezeigt, als ich herkam. Und die Maschine, die sie herstellt. Kannst du mir helfen, an Prisma zu finden? Hmm.
This looks like a safe point. Verdammt! Sie sind zerbrochen. Kein einziges Prisma übrig. Was zur Hölle? What the fuck? Schnell, lass uns Darlings Labor suchen. Look, Chat, JDMP wants a crate. The other guy was only begging for free stuff. GG, JDMP. Well earned, your crate. Hallo. Es gibt Bereiche im ältesten Haus, wo unter den richtigen Bedingungen, wenn die Frequenzen harmonieren, andere Dimensionen eintreten. Wir nennen sie die Grenzbereiche. Der Steinbruch ist einer der stabilsten davon im Wartungssektor. Dort kommt Schwarzstein her. Das hast du doch auch gehört, oder? Schwarzstein kommt aus einem Grenzbereich. Der Steinbruch. Also müssen dort auch Prismen sein. So bleibt alles stabil im Raum. Wie eine Art Darlingsschlüssel. Natürliches Blei. Damit kommen wir in den Steinbruch. Zahlreiche gefährliche Dinge, die wir absolut genauestens unter Kontrolle haben müssen. Dazu dienen die Brandschneisen mit Schwarzstein. Die Containerzellen im Panoptikon. Emily. Der Code, Schwarzstein. 665. Beine teuflisch. Verstehen Sie? Oh. Wir können das wiederholen, wenn Sie... Six, six, five. Some code is 665. Okay, was haben wir hier? Resonanzmutierter Zischer. Okay. Schwarzstein. Wait. Read all the stuff. Parapsychologie, what? Alles hier ist total verrückt. Aber
es fühlt sich richtig an, wie die Welt sein sollte. Ich bin in einem endlosen Gebäude, das in verschiedene Dimensionen führt. Und ich will nicht weg. Selbst bei all dem Horror fühlt es sich gut und richtig. Oder zumindest auf richtige Weise verrückt. I was here before, I think. Where? Where I am? We have the other mission, parapsychology. Die Parapsychologie. Da. Wir haben eine Mission hier. Behind me. Scary Brain. Wir sie aus!
Holy shit. Holy shit! It's war! Holy shit! Okay, Mission successful. We won the war. Okay, fast travel. Mission completed. Now we need to do the main mission. Sie wurden alle getroffen. Sie müssen sofort in die Chirurgie. Aber ich fürchte, sie sind nicht stabil genug und bewegt. Did it. Mason, hello, welcome. How are you doing? How was your day?
Elevator. Let's elevate. Okay, I have already liberated this area. Let's see. Oh, hey. Get wrecked, son. Loot, loot, loot. I came from here. Only one way, okay. Let's see. Supply drop. We can do a coin buff giveaway. Der NSC wurde im Auftrag des stellvertretenden Leiters Trench entwickelt, kurz bevor er Direktor wurde. Der Behälter bietet eine sichere Methode, überschüssige Energie von sowieso zu gewinnen, während es eine humane Methode ist, ihn unterzubringen.
Mittelpumpen verhindern, dass der Behälter und sein überhitzt, während die Energie abgesaugt wird. Die Energie wird dann in Transformatoren geleitet, die sie unter Einsatz von Turbinengeneratoren in einen wandelt. Der generierte Strom versorgt die gesamte Behörde, wodurch wir komplett autark vom Netz von New York und nahezu unsichtbar sind. Nach Verschwinden von NSC-01 durch eine Manifestation der Kraft von wurde der Insasse gefesselt und ein zweites Modell gebaut. NSC-02 verfügt über eine eingebaute Raumanker, die so konzipiert sind, dass sie eine translokative Wirkung auf die Insassen verhindern. Aha. Level 5. Hello, anybody home? Nobody here? Mason Darm, well earned your coin buff. Congratulations. There. Anything else here? No. Der Aufzug ist kaputt. Ich muss auf die altmodische Art darunter. That's not cool. The old way is... Hier, jump. No. Oh shit. That scared me. Holy shit. Boah. Damn. I thought it's over. Damn, I need energy. Half dead. Energy. A little bit energy.
Where I can jump down? Where? This is too high. Maybe here? It's the only possible way, I think. Yes. Energy. Holy shit, this was close. Very, very close. Energy. Okay. Safe point. Spawning. Tell you everyone. So many ways. I go down. Go there. I must go down. Okay.
Hallo? Anybody hier? Wir brauchen so schnell wie möglich neue Diamanttrennscheiben, etwas mit gleichmäßigem Rand, um den sauberen Schnitt zu bekommen, den die Forschungsabteilung will, aber dieses Schwarzsteinzeug ist hart. Wir verbrauchen die Trennscheibe in einem Tempo, da kommt man gar nicht mit dem Austausch hinterher. Maße für die Schwarzsteinblöcke, die Sie wollen, sind empörend. Für den Ärger, den Sie mir verursachen, sollten diese verfluchten Schneisen besser wie am Schnürchen funktionieren. Ich verdopple meine letzte Bestellung. Mhm. Wow, it follows me. Wow. Okay. Wow. Das habe ich nicht erwartet. I bet we find here the end boss. The monster of the monsters. Any loot here? No. Okay. And when we go here, what we find here? Nothing? Okay. Nothing. Oh, nice. What? Oh shit, this was not healthy.
Exploding Gas Tank. That's great, you can crush everything. What's this? Elevator or something. Okay. Hochverbot. Möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass es untersagt ist, im Steinbruch zu rauchen, obwohl es beim Steinbruch eigentlich um ein Außengelände handelt, ist es trotzdem Teil der Behörde, weshalb das Hochverbot gilt. Zeigt nicht nur von Rücksicht, dass sie ihre Mitarbeiter nicht der Gefahr des Passivrauchens aussetzen. Es ist zugleich auch klug, lediglich Risiko von Gasbrand, nicht vorhergesehenen Grenzbereichreaktionen und möglichen Entstehen von bewandelten Objekten zu vermeiden. Unter keinen Umständen dürfen Zigarettenstummel im Steinbruch zurückgelassen werden. Danke für Ihr Verständnis. Okay. Gewandelte Zigarettenstummel. Eigenleben. Klatsch. Endfight. Shit, this is not good. That is not good. Oh shit. Oh shit. Behind me, no. No.
Dang! What? Wie teuer ist es? We already have the shortcut discovered. That's the endgame. Maybe top down works better.
No, the party's on. Simply repair. It's not cool. No, 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 go. Down. Holy shit. Holy shit. I'm still alive. Unbelievable. Totally unbelievable. How can I be still alive? Dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. HV? Dann Bill. Halt! Wrong way! Hm? Hier? No. Ach du Scheiße! Komm schon! One! Holy shit! Hallo, Tanja.
müssen wir das jetzt hinbringen? Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Zentrale Geschäftsleitung. Zentrale Geschäftsleitung. Ist ein Montag. Bin ein bisschen müde. Ich habe schlecht geschlafen die Nacht. Wenig Schlaf gekriegt. Aber dafür werde ich heute besser schlafen. Oh, was liegt denn hier? Oh, was zu entdecken? Da haben wir ein schönes. Logistische Fähigkeit, Analyse der Zwischenbedrohung, Teil 2, vertraulich. Forscher wurden geschickt, um die rekursive Spruchformel zu transkribieren, die Zwischenwesen wiederholen. Im Interesse der Sicherheit wurde das an nicht aggressiven, schwebenden Zwischenwesen durchgeführt. Allerdings wurde kein Unterschied zwischen diesen Formulieren und denen der gewalttätigen Zwischenwesen festgestellt. Das ist der Zweck dieser wiederholenden Formulierungsfolge, ist das eine Art, wie das zwischen Individuen befällt, produziert die Spruchformel einen physischen Effekt, ist es eine Nachricht, eine Inkarnation? Wir konnten die Formel aus erster Hand aufnehmen, siehe entsprechende Audioaufzeichnung. Okay. Was haben wir noch? Während meiner wöchentlichen Sicherheitsinspektion am Steinbruch-Grenzbereich fand ich die gesamte Mannschaft in einem Zustand, der das gesamte Team war in einer Linie und starrt in die gleiche Richtung, die Stadt in der Ferne. Obwohl ich versuchte, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu erregen, gingen sie mehr als Minuten lang, bis ich schließlich buchstäblich musste. Geschwärzte hilft nicht wirklich. Danach waren sie benommen und konnten keine Begründung für ihr Verhalten liefern, noch sich an etwas Bestimmtes erinnern. Meine offizielle Empfehlung für jede Mannschaft, die in einem Grenzbereich gebiet arbeitet, ist es, entweder die Länge der Schicht zu verkürzen oder wöchentlich psychologische Pflichtevaluierung durchzuführen oder vorzugsweise beides. Und vielleicht sollten wir eine weitere Expedition zur Stadt anweisen. Okay. Hi, Jesse. Okay. Später. Sei vorsichtig da draußen. Der kann ich gar nicht reden, okay. Collins, gibt es Überlebende? Wir haben mehrere Schutzräume mit Überlebenden. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon?
Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Situationsbericht, alle Sektoren. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arish hat angeblich mehrere wichtige Orte gegen das Zischen verteidigt. Die Forschung wurde überrannt. Ein kleines Team hält derzeit... Thanks for posting the code. Thank you. In der Isolation ist why I cannot go back. Nun, es ist dunkel. Seit dem Angriff hat niemand mehr was gehört. Hoffentlich sind keine Nachrichten, in dem Fall gute Nachrichten. Isolierte Verwahrung. Okay. But before we go there, let's look. What we have left in the supply drop. We do a coin giveaway. Mm-hmm.
Holy shit. Okay. Oh, we can go here. Ganze Energie erstmal sammeln.
Mason Daum, congratulations. Der Kreuz. You may win all the things. Because nobody else is guessing. But I'm okay with that. And nobody else wants this. Okay, I have to go back. Microphone muted. Microphone activated. Activated. Hello. Where? Dang, this was not healthy. Hi, hello, welcome. Here?
Wer? Where are you? I hear them, but I don't see anybody. Oh dang. How can I get there? Maybe with fast travel? Energiequelle. Obere Etage. Oh shit! Where are you?
Gut. Ach du Scheiße. Holy shit. No! Run away! Dang! Nine minutes. Okay, I can reach this. I cannot reach this platform. Okay, lower level. Mission completed, yeah. Nice. Wonky.
sind wir hier? Okay. Can we further down? Go further down. Don't look so. Wie hier? Okay. Then back to business. What we change? This gun is not so cool. We was here. Thousand 911 dropped frames. There's a shelter. I don't think I looted the shelter. No. Level 6. I don't have level 6 security.
How many left? Holy shit. Eine Dusche. Okay. Thanks for posting the code. Lootbox. Give me that loot. Security Center. Level 6. I don't have level 6 access. Dang.
hier? Eines vermutlich gewandelten Weltereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden den Weg hinein ins Gebäude. Sobald wir es bemerkten, war es da. Für alle anderen blieb es gut sichtbar versteckt. Ein flirrenblinder Fleck, der nicht gesehen werden wollte. Es ist ein Ort der Macht. Ein fortlaufendes eigenes AWE, scheinbar innerhalb seiner physischen Form gefangen und doch ständig die Grenzen unserer Realität überwindend. Instabil, wandelbar. Hinweis: Für weitere Mikrofon muted. Punkten, sowie Forschung und Wegen zur Stabilisierung und Sicherung der Kernsektoren gibt es eine eigene Präsentation. Nach intensiver Forschung und Untersuchungen wurde das Haus zum Hauptquartier der Behörde am 13.11.1968. Das Federal Bureau of Control war nie öffentlich aktiv. Es war immer ein getarntes, streng geheimes Unternehmen. Umso verblüffter waren wir, als die blickgeschützten Aspekte des Gebäudes begannen, sich schleichend auf die gesamte Behörde auszuwirken. Microphone activated. Emergency, push the button. Okay. Der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Hat es zwischen ihnen gefunden? Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? I already can smell it. I have to fight with my brother. Against my brother. I searched the whole time for my brother and at the end, we fight. I bet. Oh shit. Ocean View Hotel. Okay. Everything is upside down. But I can't do anything here.
I have no clue what I'm doing. Oh, there's a key. Weird. Hello, Dylan. Es ist lange her, seit ich Dylan zuletzt gesehen habe. Ich habe mich gefragt, was für ein Mann er wohl werden würde. War das alles für ihn genauso hart wie für mich? Hier drin war es vielleicht sogar noch härter. Can we loot something? No. No loot. Oh, hallo. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Jessie, die neue Direktorin. Ich muss da rein. Neue Direktorin? Aha, ah, gut. Okay, hallo. Ich bin Frederick Langston, Leiter des Panoptikons. Das ist gerade keine gute Zeit für eine Tour. Zischer überall, viele Zellen aufgebrochen, Systemausfälle links und rechts. Aber gut, Sie sind die Direktorin. Also gehen wir. Das von Zachariah Trench gegründete Panoptikon ist unser topmodernes Lager für alle gewandelten Objekte. Dafür Objekte haben wir keine Zeit. Und mir wurde gesagt, Dylan Faden ist hier. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Faden? Klar. Darling wollte ihn sicher und isoliert haben. Weg von anderen Leuten. Er ist in einer Hochsicherheitszelle oben. Aber wir haben gerade ein dringendes Problem, Ma'am. Ein freies Objekt der Macht sorgt da drinnen für Chaos. Der Benikoff-Fernseher. Der Hammer, das Ding. Salvador ist mit einem Team rein, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Das ist ein Kategorie 5 ODM. Und wenn wir es nicht bald eindämmen, wird es das Panoptikon zerstören. Und wir wollen nicht, dass diese gewandelten Objekte freikommen. Glauben Sie mir. Dylan ist da drin. Öffnen Sie die Tür, Langston. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie es sagen, normalerweise sage ich Neuen, Sie sollen nichts anfassen. Also, bitte. Hier, ich öffne die Tür für Sie. Und bitte, Ma'am, nennen Sie mich Fred. Danke, Langston. The Sudden Stop kommt heute ins Kino. Wegen dem hier versäume ich einen Alex Casey-Film. Ist der Fernseher wieder in der Kiste? Kein Stress oder so, aber wir müssen ein Auge drauf halten. Bis später, Langston. Ich bin hier. Wie immer. Einige Überwachungskameras sind ausgefallen. Wie kann ich die reparieren? Das Panoptikon. Dylan ist in der Nähe. Aber das Objekt der Macht könnte alles zerstören, bevor ich ihn finde. Okay, we have a mission. Let's give away a crate.
Hallo? Looks squished. Hello. Task Manager. Yep, it was crashed. Control. DirectX 12. What? I had a save point. Why? Great. You have to fight again. No. Liberated. This is looted? Yes, this is looted. This is open, okay. Okay. Next. 1 second, Wesener. I have to liberate some
Animals. Aliens. Okay. Great. GG. No one else wanted the crate. That's sad. Hello. Okay. Okay, again. Upside down. Everything normal. Now the keys. Okay, done. One, two, three. Okay. I hope the game is not crashing again. Bla 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 bla. Open it. Einige Überwachungskameras sind aus. Das Panoptikon. Dylan ist in der Nähe. Aber das Objekt der Macht könnte alles zerstören, bevor ich ihn finde. Safe point, okay. Nothing to see here.
Notebooks. Oh, the fan of deaths. Würde Dylan zunächst in den Räder zu machen, schiefgegangen. Marshall klang, als wäre alles Dylan schuld gewesen. Aber wie sehr lag es an dem, was die Behörde mit ihm machte? Ich denke, sie sagt mir nicht alles. Hallo? Ist da jemand? First we use the safe point. Dank. Dieses Objekt muss ständig beobachtet werden oder es dreht durch. Meine Ablösung ist nie gekommen. Können Sie mir helfen? Verdammt. Leider nicht. Es gibt einen Notfall. Aber ich komme zurück, versprochen. Okay, nur bitte nicht vergessen. Ich kann das nicht mehr lange anstarren. Kühlschrankdienst. What's here? Nothing? Okay.
I have to go to floor 5. Das ist das Objekt der Macht. Ich muss es säubern. What? Komm hier. I have cookies. Holy shit!
No! I need energy! Nope. This was not good. No. Holy shit. Holy, holy. This is hard. What? Dang. And not like this. The time 21:17. Loki, hallo. Willkommen.
Ach du Scheiße. Und tschüss. Wo fliegt hier noch was rum? Ui, bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Na klar. Die werfen mit Explosivsachen. Bin schon wieder fast im Arsch, ey. Ein Hit noch und ich bin down. Schon wieder weg. Kommen hier alle her? Gibt's doch gar nicht. Wo kriege ich hier noch einen rum? Huh?
Geht doch ja auch nicht. Holy shit, kommen die alle her? Bohren die ja endlos nach. Mir nicht. Was ist denn das hier? Kann man die überhaupt besiegen hier? Oder ziehen wir jetzt einfach durch? Gehen wir nach. Let's try again. Shit. Holy shit. Holy shit. Okay, this game says to me, it's enough for today. I try to continue tomorrow. Yes, I will do tomorrow. What says the user list? Who are here? AC is lurking. Luki is lurking. I see Eric.
Und die Film zum Kreuz. Und I see her heil. Dann. Zu Pleidrobenti. But I don't know what I say. I play to, not tomorrow, on Wednesday. Let's close the predictions. Three. Answer three. Answer free, close prediction, answer free, close prediction, answer free. Good luck everyone. Congratulations to the winners. Like I said, I will be here on Wednesday. Thanks for watching, thanks for the follows, for the donations. Thanks for being here. Let's see. Should I raid somebody? Yeah, we'll raid somebody. Please stay in chat.